aus dem ganzen Bundesgebiet sind heute Busse hier vor dem Bundestag, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Nahverkehr auf eine echte Krise zusteuert. Steigende Fahrgastzahlen, 27 Millionen, jeder will öffentlichen Nahverkehr haben, aber das Geld wird immer weniger. In Berlin fahren täglich 3 Millionen Kundinnen und Kunden mit der BVG, 1,4 Millionen mit der S-Bahn, 4,4 Millionen Fahrgäste in Berlin bei 3,5 Millionen Einwohnern. Daran können Sie sehen, der Nahverkehr ist das Rückgrat des städtischen Lebens in Berlin. Da, und das müssen wir in guter Qualität aufrechterhalten.